Hallo und herzlich willkommen auf meinem Kanal. Mein Name ist Ben und im heutigen Video soll es um diese lilafarbene Visa-Kreditkarte gehen, was hinter der ganzen Geschichte steht, was hinter dem Konto und was auch für andere Dienstleistungen mit dieser Karte verbunden sind. Das schauen wir uns jetzt gemeinsam an. Und wer mich auf diesem Kanal schon ein bisschen länger verfolgt, der kennt vielleicht auch den Cashback-Anbieter Questler.de. Über diesen kam jetzt eine Werbemail, die mir eben eine kostenlose Visa-Karte mit Cashback-Funktion versprochen hat und obendrauf von ihrer Seite dann auch nochmal 20 Euro Gutschrift versprochen hat, wenn man denn hier mit dieser Karte das erste Mal einen Umsatz von 20 Euro generiert hat, also für 20 Euro eingekauft hat, online oder offline, geht beides. Das habe ich jetzt getan. Gutschrift ist auch erfolgt, hat alles wunderbar geklappt und auch hier wird noch einmal 25 Euro von Seiten von Vivid, das ist auch der Name dieser Karte, Vivid Money, und das ist die passende Visa-Karte dazu. Die haben dann auch gesagt, okay, für den ersten Einkauf mit 20 Euro bekommst du hier nochmal 25 Euro als Stock Rewards Prämie, nennt sich das bei denen, oben drauf. Das ist einfach eine, wenn man so will, ein Anmeldebonus oder ein Cashback-Bonus, wie man das sehen möchte. Die bekommst du auf ein separates Konto und kannst die dann später wieder einlösen, kannst sie dann quasi auf dein Hauptkonto transferieren. Dieses Hauptkonto ist natürlich mit dieser Visa-Karte verknüpft. Auf dieses Konto, das übrigens bei der Solaris Bank geführt wird, müsst ihr natürlich entsprechend Geld einzahlen. Warum natürlich? Ne? So natürlich ist es nicht. Genau, das hier ist eine Prepaid-Visa-Karte, was eben auch volle Kostenkontrolle für euch bedeutet. Kann natürlich aber auch im schlechtesten Fall, wenn dann die Karte tatsächlich mal leer sein sollte, auch heißen sollte, dass er da an der Kasse steht und die Zahlung nicht mehr durchgeht, dann solltet ihr auf jeden Fall einen Plan B in der Hinterhand haben, entweder eine klassische EC-Karte oder noch den einen oder anderen Geldschein im Portemonnaie. Genau, das sind so die groben Geschichten. Anmeldung eigentlich auch relativ unkompliziert. Man muss dazu sagen, alles, was mit dieser Vivid-Karte funktioniert, wird in Verbindung mit einer App realisiert. Also es gibt keine Desktop-Version von Vivid Money, wo du dann auch deine ganzen einzelnen Aktionen, diese Sonderaktionen, die raussuchen kannst. Da gibt es teilweise ganz, ganz starke Cashback-Raten, Quoten. Bis zu 25% werden da versprochen. Und ich habe da tatsächlich auch sowas gefunden, wie zum Beispiel Bekleidungskauf bei C&A. Wird da zum Beispiel mit 24% Cashback belohnt. Ja, wie funktioniert denn das? Natürlich ist das eine Neukundenaktion, beziehungsweise im weiteren Schritt wäre das dann nochmal eine Option, wenn ihr da noch neue Freunde, Bekannte, Familienmitglieder zu Vivid Money mit diesem entsprechenden Modell hinbekommt, also Leute anwerbt, bekommen auch diese Leute nochmal diesen Bonus und noch ihr bekommt nochmal 30 Tage lang diese extra hohen Cashback-Quoten auf ausgewählte Produkte. Das nennt sich bei den Superdeals. Hatte ich jetzt auch das Glück. Ich hatte da bei Lidl zum Beispiel für meine Tochter jetzt ein Trampolin gekauft und da bekam ich einfach mal 10% Cashback. Da reibst du dir schon die Augen. Also das habe ich so noch nicht gesehen. Normalerweise sind so Cashback-Quoten, wenn du Glück hast, 2,5%, vielleicht mal 3%. Im klassischen Handel, auch gerade im Elektronikbereich, bist du da ruckzuck auch mal nur bei 0,5%. Jo, Edeka 15%, Kaufland habe ich da gesehen, Aldi zum Beispiel auch mit 11%, wenn ich mich da nicht täusche, 10% waren das auch, Aral, Shell, Lieferando, was auch Blume 2000, eher so ganz viele Geschichten. Oh, und ich blende euch auch an der Stelle gleich mal den Screenshot ein. Ich schalte da gleichzeitig gerade mal hier auf meinen Bildschirm, damit ich da auch mitschauen kann. Also habe ich jetzt hier gerade im April bisher einen Umsatz von 191,17 Euro generiert. Das ist natürlich schon gar nicht mal so schlecht. Da sehen wir auch, ne, hier Lidl 149 Euro ausgegeben, tatsächliche Zahlung 14,90 Euro zurückbekommen. Das waren dann die 10%. Bei der Edeka, ja, das war klar, leider ein Fail. Da wäre ich mit meinem Standard-Setting in Verbindung mit der American Express Payback-Karte, wäre ich da besser gefahren. Ich habe ja auch die Deutschland-Karte von der Edeka. Plus American Express, da hätte ich 1% Cashback gehabt. Hier war es, glaube ich, ja, das 0,1% Cashback. Das war dieser Standard-Cashback, diese Standard-Cashback-Rate, die es bei Vivid eben gibt, wenn du eben nicht diese Superdeals hast.
Und das Ganze gilt auch für Lastschriften, also da 0,1% Cashback, ne? Gibt es da generell. Sind noch ein paar Ausnahmen dabei, gehen wir gleich noch drauf ein. Ich erwähne das noch. Ich bin auch hier bei Aldi, ne? 66 Cent, obwohl ich nur 5,98 Euro ausgegeben habe. So, was haben wir? Ich bin jetzt hier bei diesen Superdeals bis 5. Mai dabei. So lange werde ich die Karte definitiv noch nutzen. Was dann später kommt, ja, ob ich das dann noch weiter nutzen werde, ist relativ. Ich denke mal nicht. Höchstens vielleicht an der Stelle, wo ich dann kein American Express als Zahlungsmittel verwenden kann. Da kann ich hier nochmal auf die Visa-Karte zurückgreifen mit diesen 0,1% Cashback. Ansonsten ist die American Express, die ja 0,5% Cashback liefert. In Verbindung, wenn man da noch Glück hat, ist vielleicht beim Payback-Partner, bekommt man dann sogar 1%, wäre man dann besser aufgehoben. Auch da hatte ich mal ein Video drüber gemacht. Ich gucke mal, ob ich das finde. Schreibe ich euch unten in die Videobeschreibung, was es damit auf sich hat. Also, wir haben ein Prepaid-Konto, das ist auch kostenlos. Ist bei der Solaris Bank, die kennt man auch vielleicht schon über die Bison-App für Bitcoin zu kaufen. Auch das lief oder läuft über die Solaris Bank, ist also auch nicht ganz unbekannt. Da kann man eigentlich auch einen Haken drunter machen. Da hat man erstmal ein Main Pocket, also dieses Hauptkonto. Das ist wiederum verknüpft mit der Kreditkarte. Ergo zahlst du dort Geld ein in dieses Main Pocket und kannst in diesem Rahmen, den du eben eingezahlt hast, dann auch Zahlungen tätigen. Das läuft. Dann bekomme ich meinen Cashback auf die entsprechende Zahlung. Die wird mir dann wiederum in die in das zweite Konto, in das zweite Pocket, das da schon fest hinterlegt ist. Das sind die sogenannten Stock Rewards. Da kann ich das Ganze dann einsetzen und kann mir dieses Geld oder ja doch diese Gutschriften dann einlösen und kann mir die dann entsprechend aufs Main Pocket wieder übertragen, kann das entweder auszahlen lassen oder kann damit entsprechend einfach wieder meine Käufe weiter tätigen und habe so wieder eine Kontodeckung. Kann man machen, wie man das möchte. Was noch so ein Nebenschauplatz ist, den ich allerdings nicht sonderlich spannend finde: Wir können über Vivid Money über die App eben auch Aktien kaufen. Keine richtigen Aktien. Das sind nur solche Bruchstücke, irgendwelche Produkte, die dann quasi an die Wertentwicklung gekoppelt sind. Ich habe da nicht so genau nachgelesen, weil es mir dann anscheinend, weil es eben auch keine echten Aktien sind. Dazu haben wir eventuell noch das Problem, es sind einfach keine echten Aktien. Also vielleicht für den Einstieg könnte man das machen, was interessant ist, und ich frage mich, ob das auch wirklich so funktioniert. Du setzt da zum Beispiel dein Cashback ein, sagen wir mal 10 Euro, und du verlierst dieses Cashback von 10 Euro einfach nicht. Aber wenn die Aktie steigt, steigt dein Cashback. Wie das funktioniert, wie das mit der Gebührenstruktur dann im Endeffekt ist, ich kann es euch nicht wirklich sagen. Ich halte es für eine nette Spielerei, wenn man da mal überhaupt mal ein Feeling für haben möchte. Allerdings ist auch die Aktienauswahl sehr, sehr begrenzt. Wer da Interesse hat, kann sich da mal genauer einlesen. Für meinen First Look an der Stelle bleibe ich da mal weg davon. Wer allerdings ein kostenloses Girokonto sucht, der könnte eben auch dann mit Vivid eventuell durchaus Freude haben. Auch da schauen wir nochmal rein. Da gibt es zwei grundsätzliche Kontomodelle oder Abo-Modelle bei Vivid. Es gibt einmal Vivid Standard. Da bewege ich mich dann jetzt demnächst wieder, nachdem die Anmeldephase vorbei ist. Dann habe ich letztendlich ein kostenloses deutsches Bankkonto, also mit deutscher IBAN auch. Hat eine eigene IBAN, SEPA-fähig, alles cool, ja. Und ihr könnt eben 15 kostenlose Pocket-Konten, nennen die das, entsprechend erstellen. Könnt dann also auch einzelne Zahlungsströme separieren. Ist vielleicht auch nicht verkehrt, also wie so eine Art Unterkonto. Aber eben, die haben alle nochmal ihre eigene IBAN, die SEPA-fähig ist. Ihr könnt also da Lastschriften drüber abbuchen lassen. Könnt ihr von mir sagen, okay, ein Konto ist für meine Reisen. Könnt ihr das entsprechend umbuchen, könnt das organisieren, wie ihr das möchtet. Es kostet hier nichts extra. Ihr habt einfach diese wundervolle, auch wenn jetzt die Farbe nicht unbedingt meine Sache ist, diese wunderschöne Metallkarte, das ist einfach was, das ist richtig cool. Es fühlt sich toll an, ist absolut wertig. Und solche Tarife mit solchen Metallkarten, da ist man in der Regel bei 10 Euro plus im Monat. Aber gut, ist halt jetzt auch nur so ein bisschen, ich habe eine Metallkarte. Ist jetzt in dem Fall kein Mehrwert. Ist zwar schön, ist wertig, gefällt mir, ist jetzt aber nichts, wo ich sagen muss, dafür bin ich jetzt bereit, was extra zu zahlen. Wenn es dabei ist, nehme ich es natürlich gerne mit. Jetzt kommt aber nochmal die Besonderheit. Wir können auch bei diesem Standardmodell bis zu 40 Währungen in diesen Pockets verwalten.
Das ist cool, ja. Also wenn er da vielleicht mit Personal Assistance oder Virtual Assistance im Indonesien unterwegs seid und habt da eure indonesischen Rupiah oder was auch immer, dann könnt ihr das eben auch entsprechend über Vivid abrechnen bzw. abwickeln, so gesagt. Traumhaft. Und das so an sich als Bankdienstleistung Standard. Vivid Prime, auch das werde ich einfach nochmal als Screenshot hier einblenden ins Video. Da braucht er mich nicht unbedingt die ganze Zeit zu ertragen hier im Bild. Natürlich alles, was ich jetzt schon gesagt habe, ist da nämlich auch drin. Allerdings ist es beim Vivid Prime, nennt sich das dann auch, sind es eben 107 Währungen in verschiedenen kostenlosen Pockets, die man da verwalten kann. Gut, auch solche Fremdwährungsgeschichten könnte man auch durchaus mit TransferWise abbilden. Ob man das dann über Vivid machen muss, ist auch wieder relativ. Kann man sich einfach mal das Ganze genauer anschauen, für wen das interessant sein könnte. So, jetzt geht's los mit der Geschichte Cashback. So rum. Wir haben im Standardmodell 20 Euro Cashback im Monat. Danach ist das Ganze gekappt. Ihr könnt nicht mehr Cashback generieren, egal was ihr da ausgibt. 10% Cashback gibt es mit dem Champion-Programm. Das ist so eine Geschichte, wenn ihr da ein Lieblingsrestaurant habt und da, glaube ich, zweimal oder dreimal schon bezahlt hat, bekommt ihr da entsprechend extra Boni, extra Cashback. Okay. Bei der Prime-Variante sind es 100 Euro Cashback, die ihr generieren könnt. Das gleiche auch mit dem Champion-Programm, 10% Cashback, ja? Ja, das war es eigentlich schon bei der Vivid Standard-Geschichte. Also da habt ihr auch kein grundsätzliches Cashback. Da habt ihr auch nicht diesen 0,1% Cashback auf alle Einkäufe. Das gilt dann nur in diesem Champion-Programm und das ist dann doch schon relativ begrenzt. Bei Vivid Prime habt ihr 3% Cashback auf alle Einkäufe in Restaurants und Cafés außerhalb Europas. Ihr habt 1% Cashback auf absolut alle Einkäufe außerhalb Europas und eben hier die 0,1% Cashback auf alle Einkäufe. Was aber jetzt noch wichtig ist, was noch ein Knackpunkt ist, dieses Vivid Prime müsst ihr euch als Abo-Modell quasi kaufen und das kostet euch 9,90 Euro pro Monat. Wenn ich mir das dann reinziehe und sage, okay, hier bekomme ich 0,1% Cashback, bis ich diese 9,90 Euro drin habe, ja, wird schwierig. Also dann, wenn es nur ums Cashback geht und das kostenlose Konto, wird es schon wieder fast schwierig. Es gibt auch anderweitig Banken, die von mir aus eine Kontoführungsgebühr von 2,50 Euro verlangen. Gut, da ist jetzt keine Kreditkarte drin, das kann man aber dann, wie gesagt, über American Express oder auch andere gebührenfreie Kreditkartenunternehmen verknüpfen lassen mit dem Girokonto, würde also auch gehen. Muss man auch mal gucken, ob man den 9,90 Euro, ob sich das dann wirklich rechnet, einen Mehrwert in Sachen Cashback. Diese Super Deals, wie gesagt, super genial. Ist natürlich eine Aktion, da wird Vivid auch ordentlich draufzahlen müssen, zumindest mal in großen Teilen, eben weil sie entsprechend wachsen wollen. Und das ist jetzt natürlich ein Anreiz, wirbst du Leute in diesen Dienst hinein. Mehr User natürlich für Vivid, was natürlich auch positiv ist für die Marktposition und natürlich den Verhandlungsspielraum mit den einzelnen Partnern. Dann bekommt ihr eben diese Super-Deals und das ist dann quasi euer Werbebonus. Und wer da gerade außergewöhnlich mal was kaufen muss, wie ich jetzt hier mit meinem Trampolin für 149 Euro, da machst du eben auch mal den einen oder anderen Euro extra. Das Geld, das ich jetzt durch diese Bonusgeschichten da habe und auch durch das Cashback, natürlich, was mache ich da damit? Ich investiere natürlich wieder in meine Aktien, habe wieder ein paar Euros mehr eingesammelt, die mich wieder ein Stück weit in meiner Reise ein bisschen weiter nach vorne bringen. Ansonsten haben wir noch Zahlungsverkehr, das möchte ich auch nochmal ganz kurz anreißen. Wir haben bei beiden Varianten gebührenfreie Zahlungen weltweit, gebührenfreie Überweisungen, gebührenfreie Lastschriften. Und einen Währungsumtausch zum aktuellen Wechselkurs bei 40 Währungen bzw. bei über 100 Währungen im Prime braucht man in der Regel nicht unbedingt, es sei denn, du bist wirklich sehr oft unterwegs. Keine Umtauschlimits, also auch von den Wechselkursen her, da gibt es keine Limitierung, dass es sagt, okay, es werden nur 1000 Euro gewechselt, auch kein Problem. Und bei der Standardvariante kostenlose Bargeldabhebung weltweit bis zu 200 Euro im Monat und bei Prime sind es immerhin 1000 Euro pro Monat. Jo. Einlagengarantie
bis zu 100.000 Euro auf allen Konten. Das gilt alles kostenlos, sicher, kontaktlos bezahlen. Eben auch hier. Und das ist dann doch schon wieder ein Mehrwert. Jetzt mal abgesehen davon, dass es eine Metallkarte ist, ist es eine extra sichere Karte. Die kann einfach so, wenn du das hier ranhältst, kannst du dann nicht einfach sagen, okay, da wird was ausgelesen. Die ist entsprechend gesichert. Die Karten sind nicht irgendwie auf dem Chip. Oder die sind zwar irgendwie hier, aber die sind irgendwie innen drin nochmal gesichert speziell. Kann also nicht so ohne weiteres von Trickbetrügern ausgelesen werden. Ja, passt doch, ne? Das soll's von Vivid sein. Vivid Money, durchaus eine spannende Geschichte. Wenn ich da nachher mit meinen, weiß ich nicht, 60, 65 Euro Cashback plus Bonus rausgehe, freue ich mich. Ich habe hier eine Metall-Visa-Karte. Leider dann, wenn ich jetzt beim Standardmodell bleibe, ohne Cashback, das ist leider schade, weil ich bräuchte eigentlich noch so eine Visa, weil American Express nicht überall angenommen wird. Aber ansonsten könnte eine spannende Sache sein. Was haltet ihr von Vivid Money? Habt ihr es selbst schon getestet? Gab es für euch Probleme? Das würde ich natürlich gerne wissen. Schreibt es mir in die Kommentare. Ich würde mich freuen, wenn ihr beim nächsten Video wieder dabei seid. Gerne Daumen nach oben, kommentieren. Eure Meinung interessiert mich, wie gesagt. Ich bedanke mich wie immer fürs Zusehen. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin. Bye, bye.